Ja, ich bin hier beim TOS. TOS Masters in Andernach mit Harald Schmidtgen. Harald, du fährst ja die Klasse FWD. Seit einem Jahr oder vor einem Jahr hattest du hier, oder nicht du, sondern das X-Rem den T4 vorgestellt. Richtig. Uwe Baldes war hier, Toni war hier, ihr habt den in Zusammenarbeit mit SMI vorgestellt. Ja, jetzt hast du ein Jahr Erfahrung. Selbst bist du das Fahrzeug ja bereits testgefahren. Also du hast so ein bisschen bei der Entwicklung mitgeholfen. Ja, wie lief die Entwicklung für dich ab? Also was war dein Einfluss drauf auf die Entwicklung? Ja, und was ist bis dato, sage ich mal, passiert? Also fangen wir mal andersrum an. Ich fahre jetzt seit 5, 6 Jahren schon Frontis. Ich habe wirklich diese Anfänge in Meckenheim mitgemacht. Mhm. Und letztes Jahr im Oktober kam dann der Bertram Kessler von SMI auf die glorreiche Idee und hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, das zu testen für X-Ray. Ja. Ich war da sehr skeptisch, weil ich immer gesagt habe, ich bin ein ganz normaler Durchschnittsfahrer. Aber Bertram meinte, das ist genau das, was wir suchen. Mhm. Ich habe ein komplettes Auto bekommen. Ja. Brauchte nicht zusammenzubauen. Mhm. Habe das Auto dann getestet. Waren so 2, 3 kleine Fehlerchen drin, die ich dann, wo ich immer über den Bertram als Mittelsmann alles dann weitergegeben habe, an Martin Hudi. Das wurde dann alles soweit geändert. Ja. Sind so 2, 3 Kleinigkeiten drin, wo ich dann sage, das ist so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen. Oh, das Kabel ist im Weg. Alles gut. Ja, kannst das ja so ist ein live bisschen, halt, ne? Ja, live. So ein bisschen in die Kamera auch gucken, ne? dass wir das halt sehen. Jawohl. Ja, okay. Also quasi hast du vorher wirklich einen Prototypen bekommen. Waren die Teile da schon eloxiert oder nicht? Oder? Ja, war alles eloxiert. War Endeffekt, alles eloxiert. Und du, im Endeffekt war es ein Standard T4 umgebaut auf dem Fronti, weil es sind unheimlich viele Standard T4 Bauteile drin. Wo man halt aus dem Tourenwagen einen Fronti gemacht hat. Ja. Der vordere Bereich ist natürlich speziell anders, aber die Plastikteile sind alle gleich wie beim normalen Tourenwagen. Auch. Wie viel, sag ich mal, wo du das Auto bekommen hast, wie viel war dann in der Serie eingeflossen? Oder gab es noch größere Änderungen? Oder war das nur noch Kleinigkeiten Setup? Meistens ist es ja so, du musst bloß am Setup was ändern, aufgrund der Erfahrungswerte, und dann läuft das Auto. Oder rein vom Prototypen her war anderthalb Baustellen, sag ich mal. Okay. Die Chassisplatte musste geändert werden und die hintere Dämpferbrücke von der Form her. Okay. An für sich, so ist das Auto als Prototyp schon ziemlich fast original gewesen. Ja. 2, 3 Kleinigkeiten noch, hier eine Bohrung anders, da eine Fräsung anders. Und eigentlich ist so viel gar nicht anders gegenüber dem Prototypen. Ein paar Sachen halt. Ne? Ja. Ich hatte zum Beispiel hier hinten nicht jetzt hier diese Radachsen, wie sie jetzt hier drin sind, sondern ich hatte dann einen halben Kardan drin. Ne? Ah, okay. Ja, zum Beispiel. Ja. Also, okay. Also so sieht sein Fahrzeug aktuell aus. Also wie gesagt, er hat ja gesagt, hinten hat er Kardans drin gehabt. Ne? Also die Radachsen klar, im Test. Ne? Ja, wir sind ja beim TOS im Moment. Ne? Ist ein bisschen laut im Hintergrund vielleicht. Ja, im Moment, wir sind ja beim TOS. Beziehungsweise, wir können ja noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast ja vorher schon Fronti-Erfahrungen. Welche Fahrzeuge hattest du vorher schon gefahren? Also angefangen habe ich, also sagen wir mal so, ich fahre seit 25 Jahren RCK. Mhm. Und angefangen habe ich mit einem Tamir FF01. Das war auch der erste Fronti, den ich je hatte. Okay, den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Tamir FED ist irgendwann so Baujahr 1990. Okay. 89 so in den Dreh. Ich habe 94 angefangen mit dem RCK fahren. So, das war mein erstes Auto, war schon ein Fronti. Mhm. Und jetzt in der Neuzeit des Fronti-Fahrens angefangen mit einem Tamir FF04 über VBC, FF17, FF18, Destiny und jetzt X-Ray. Ja, da war ja, glaube ich, die Toni Sport-Serie war ja federführend. Ja. Die war ja die erste Klasse in der Neuzeit, ne, wo FED gefahren werden konnte. Ja, oder gab es noch andere Serien? Weil die Youngtimer-Serie. Ach, die Youngtimer-Serie. Die Youngtimer-Serie, die war ein Jahr vorher, da sind wir dann erst da gefahren. Ja. Und sind dann aber umgeschwenkt auf dann halt TOS, weil du hast da einfach ein größeres Verbreitungsgebiet. Aber die Youngtimer-Serie, ich weiß, gibt es überhaupt noch? Also irgendwie ist sie eingeschlafen. Sagen. Genau, irgendwie habe ich, ich weiß, Meckenheim, Youngtimer und andere Städte. Ne? Ich glaube, da warst du auch mal da, ne? Meine ich. Nein, ein Kumpel war da. Aber ich habe drüber berichtet, ich weiß. Ja. Ja. Aktuell immer noch der T4F. Ja. Hat sich irgendwas geändert? Du hast jetzt, klar, wir sind jetzt in der Halle.
Aufgrund dessen wahrscheinlich hier ein Alu-Chassis eingebaut. Ja, ich habe jetzt ein Alu-Chassis von 70 von 75 drunter. Können wir mal zeigen hier. Das mal von unten. Und dementsprechend hat er gesagt, hier eine andere Radioplatte drauf. Also auch Top Deck. Also Top Deck, ja. Wo man hier das Gewicht, hattest du gesagt, ne? Hier das Gewicht kann man von unten abschrauben und dann hier in den Löchern versetzen. Richtig, damit du den Flex beeinflussen kannst. Genau, also man verändert den Flex des Chassis dann. Genau. Und im Gegensatz zum Kohlefaser in der Halle wirklich zu empfehlen oder ist es eher ein Nicht-Must-Have? Wie man also ich sag mal, es ist nicht ein 100%iges Must-Have, definitiv okay. Nicht. Man kann auch mit Carbon schnell sein. Ja. Wenn ich jetzt hier bei den Kollegen gucke, da sind also einige dabei, die ein ganz normales Carbon-Chassis fahren und damit genauso schnell sind oder auch schneller wie ich. Ein unbedingtes Must-Have, würde ich sagen, ist es nicht. Ja. Aber für den ambitionierten Fahrer definitiv zu empfehlen, keine Frage. Ja. Aber für einen Hobbyfahrer würde ich sagen, ich meine, das ganze Kit hier, bist du auch mit 130 Euro dabei, ist natürlich auch eine Finanzfrage. Ja, oft ein Thema, glaube ich, bei den FWD-Fahrern, Diff-Öl. Welches nimmst du, welches, oder wo fängt man an, hört man auf? Also, für den X-Ray hast du jetzt bestimmt ein Maß, wo du sagst, okay, da kann man anfangen, aber wo endet man? Also die Palette fängt eigentlich an, du kannst eigentlich alles Mögliche fahren. Ja. Wenn du, also ich persönlich habe jetzt ausprobiert von 150.000, also 150.000, bis hoch zu 1 Million. Okay. So. Momentan, aktuell, fahre ich 1 Million drin. Okay, ich habe es bis jetzt noch nie gefahren. Ich fahre es heute das erste Mal mit 1 Million. Ja. Im Normalfall fahre ich 300.000 oder 500.000. Okay. Je weicher du bist vom Dämpferöl, desto mehr Lenkung hast du. Okay. Aber dir fehlt Traktion. Je weiter oder je dicker das wird, desto mehr Traktion hast du, aber dir fehlt dann Lenkung. Dann musst du dann Setup-Arbeit unheimlich viel betreiben, damit du wieder mehr Lenkung ins Auto reinkriegst. Also das ist so, wo man sagt, wenn ich jetzt zu viel Lenkung habe, mache ich einfach einen Tick härter und arbeite mich da eventuell vor, bevor, klar, ich kann natürlich über die Abstimmung noch gehen. Ist viel streckenabhängig, hast du viel enge Sachen, ist natürlich ein Diff mit viel Traktion, natürlich klar vom Vorteil. Ja. Hast du eine sehr weitläufige, flüssige Rennstrecke, wie zum Beispiel auch wenn es rausgeht, da bist du mit 100.000 oder 150.000 super bedient, weil da brauchst du ja nicht die Traktion, weil da läuft dein Auto ja. Mhm. Ja, ein anderes Thema. Ich sehe, du hast hinten Gewichte drin und vorne. Was macht eigentlich ein Gewicht hinten aus? Also gehst du tendenziell vom Schwerpunkt dann auch mal nach hinten? Ich habe gesehen, bei anderen Autos oder andere Fahrer fahren hinten teilweise überhaupt kein Gewicht. Also ich hab eine Gewichtsverteilung hier im Auto drin von 60-40. 60% vorne, 40% hinten. Mhm. Einfach um je nach Strecke das Heck ruhig zu kriegen. Es gibt natürlich Strecken, wo das Heck dann unruhig wird. Ja. Und wenn du da ein bisschen Gewicht drauf hast, ist zumindest mal meine Erfahrung, ist das Heck etwas ruhiger. Ja. Okay. So, deswegen habe ich hinten Gewicht. Etwas, im Endeffekt, ich meine, jetzt sind, ich glaube, 25 Gramm, was da hinten drin ist. Und auf den Seiten noch. Hier der kleine, den ich noch auf der Seite habe, der ist einfach um dieses rechts-links, dass ich mir da ungefähr gleich habe. Ja. Damit ich eine gewisse Balance im Auto habe. Ja, ich weiß ja auch nur, oder ich hatte es mehrmals im Thema schon, also nicht heute gehabt, sondern bei anderen. Tendenziell, wenn man die Achse schwerer macht, ist sie ja träger und dementsprechend nicht so agil und wird ruhiger. Richtig. Rein von der Theorie her. Das ist wäre so jetzt hier. Habe ich die Erfahrung auch gemacht. Ja. Dann das letzte Thema sind die Karossen. Ja. Also es gibt ja mehrere Karossen im Moment auf dem Markt. Der wird gerade überschwemmt oder wurde überschwemmt. Es hält sich noch in Grenzen. Es ist nicht so schlimm wie im Tourenbereich. Also wir haben ja die Montech WR4 zum Beispiel. Ist ja so golftypisch. Dann Polo. Haben wir die... Polo. Oder polotypisch, Polo, genau. Mein Schatz, da haben wir sie. Genau. Also das ist Montech WR4 Polo. Ja. So, entweder die meisten, ich sag mal wirklich die meisten, benutzen entweder diese oder vom Bitty Design der Honda. Mhm. Sind für mich persönlich die zwei Karossen, die am besten gehen. Ja. Der Polo ist sehr ausgewogen, der Bitty Design ist ein bisschen flacher, dadurch gerade dann mit viel Griff etwas sicherer zu fahren. Eine andere Alternative wäre dann eventuell auch noch ein Fiesta. Ja.
Und das ist dann die, die Fiesta ist die... Die ist auch vom Mountec, aber ich weiß jetzt nicht, welche Nummer es ist. Ja, ob es die 1 oder 2 oder 3er ist. Ich meine 1 ist, ja. Ich meine 1, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine 1. 1. Ich krieg gerade gesagt 1. Ja, ja, 1 ist die Mountec. So, und wenn du dich jetzt hier umguckst, wenn du siehst, ich habe, glaube ich, eine Megane gesehen von Mountec. Ich habe, glaube ich, von Blitz die ganz neue Honda Civic gesehen, aber auch nur eine. Das sind so also Einzelfälle von Leuten, die halt sich auf sowas einschießen können. Ja. Aber ich sage mal, wirklich 90% vom Fahrerfeld fahren entweder Bitty Honda oder Ja, habe ich auch gesehen. Polo. Ich habe die meisten habe ich gesehen, die fahren halt die Bitty Design. Die soll am ausgewogensten sein. Die Europa, wurde mir gesagt, ist ein bisschen weniger Griff und soll sich ist ein bisschen nicht hakelig so auf dem Heck. Ja, und die Polo, also die WR4 von Mountec, die soll gut Vorderachsgriff haben, nochmal zur Bitty Design, aber dafür beim Curb sehr schnell auf dem Dach liegen, also soll in der Hinsicht ein bisschen aggressiver sein. Also deswegen setzen viele auf die Bitty Design. Ich habe euch auch viele gesehen, die fahren die Bitty Design aufgrund dessen, weil die am ruhigsten liegt. Ja, vor allen Dingen gerade, wenn du eine Strecke hast, die unheimlich viel Griff hat, wie hier in der Arena, da ist es halt so, dass du halt eben auch logischerweise schnell umkippst. Auch wenn von den Curbs her, die eigentlich wirklich, wir haben sehr flache Curbs hier in der Arena, aber trotzdem ist das Auto sehr schnell am Dach. Und hast du halt die Gefahr, besteht bei der Honda eher weniger. Dafür nimmst du aber in Kauf, dass du ein bisschen weniger Agilität im Auto hast. Okay. Deswegen ist das immer so, immer die persönlichen Vorlieben. Ja. Muss mal gucken. Ja, müssen wir gucken. Und ansonsten, nächste Planung. Also erstmal ist jetzt hier TOS. Finale, nicht Finale, wird schwer. Oh. Also Starterfeld, wir haben hier fast 50 Leute. Also es wird wahrscheinlich ziemlich schwer werden. Also in der A-Finale werde ich nicht kommen. Dafür sind viel zu viele gute Fahrer. Ich liebe Eugel und hoffe, dass ich ins B-Finale komme. Das wäre für mich ein toller Erfolg und dann ersten 20. Wenn ich das schaffe, wäre ich super zufrieden. Und müssen wir mal gucken. Da muss aber nicht nur das Auto stimmen, da muss auch der Fahrer funktionieren. Und das ist bei mir ab und zu ein Problem. Ja, das ist nicht einfach. Nein, ist es nicht. Ich habe auch gesehen, Eigenbauten sind verschwunden. Eigentlich schade, weil gerade die Fronti-Klasse hat ja angefangen mit Eigenbauten. Sehr viel. Viele haben umgebaut, viele haben eigene Chassis gebaut. Da hast du ein eigenes Chassis. Ich habe sogar noch ein eigenes Chassis. Der Olli Kaufmann, frage ihn mal, ob wir das haben. Ob wir das haben das dürfen wir haben. Ja, bestimmt. Er ist bestimmt. Kurz durfte er den haben. Wir dürfen sogar mal einen Eigenbau haben. Also der Oliver, das ist eigentlich ein Destiny. Okay, ja. Aber der Oliver experimentiert unheimlich viel mit Topdeck, mit Chassisplatten. Er hat da auch einen an der Hand, der ihm das dann alles so macht. Wie gesagt, das ist dann auch so nach seinen eigenen Vorstellungen entwickelt. Der Olli hat zum Beispiel, der Destiny hat normalerweise eine Schlittenlenkung. Das kann man jetzt schlecht sehen. Ja, und der Olli hat sich auf eine konventionelle Lenkung umgebaut. Vor- und Nachteile müsst ihr jetzt ihn fragen, warum er das gemacht hat. Aber ja, das eine ist, das ist dann halt rein theoretisch. Lenkdifferenzwinkel. Ja. Nur einfach mit Lenkdifferenzwinkel. Im Verlauf der Kurve oder der Lenkung, der Unterschied zwischen der Schenkung und dem Slider. Genau, du hast beim Slider hast du diese lineare Lenkung, ne? Und bei dem anderen hast du so eine proportionale, weil dadurch, dass sich hier der Winkel ändert, ändert sich das Einlenkverhalten beim Einlenken. Also es ist nicht gleichmäßig wie bei der Slider, es ist halt winkelabhängig, ne? Weil du hast ja ab einem bestimmten Punkt ändert sich pro Drehbewegung am Servo mehr oder weniger der Winkel mehr, also der Einlenkwinkel. Schwer zu erklären, aber ist halt nicht linear. Aber wie gesagt, das ist jetzt so einer dieser Prototypen, die aber kaum auffallen. Ja. Auf der anderen Seite, gibt's den Molly wieder? Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, du hast jetzt mittlerweile auf dem Markt einiges an neuen Autos. Ja. Du hast den Destiny, du hast den X-Ray, du hast den Avosomatix. Jetzt kommt neu dabei noch der ARC. Genau. So, und dann hast du eine gute Auswahl schon. Blöd gefragt, du hast eine super Auswahl. Ja. Warum sollst du dich jetzt in den Keller stellen und sollst dir da jetzt was Eigenes entwickeln oder was Eigenes bauen aus einem bestehenden Tourenwagen zum Beispiel? Stimmt. Ja, und der Olli hat jetzt aus einem Fronti nochmal einen verbesserten Fronti gemacht. Ja. Deswegen,
siehst du halt jetzt nicht mehr. Am Anfang waren die Fahrzeuge ja, klar, es gab nicht. Keine Fahr- genau. Ja, gab keine. Es gab keine Fahrzeuge, es gab irgendwann Umbaukits, ne? Aber richtig. Das hast du dir selber machen können. Du hast hinten einfach bloß die Knochen, das Diff rausgenommen und dann war es ein Fronti. So mehr quasi, oder weniger haben es manche gemacht. Und manche haben gefriemelt und haben den Motor von hinten nach vorne gesetzt und haben so ein Fronti genommen. Ja. Genau. Alles klar. Dann bedanke ich mich. Kein Problem, gerne. Danke. Tschüss.